Das geht in einem Punkt so in die Tiefe, bis man in dieser Tiefe entdeckt, dass alles miteinander verbunden ist. Unser Schulsystem funktioniert genau andersrum. Wenn man seine Begeisterungen lebt, dann bohrt man da so unglaublich in die Tiefe, da kann kein Schulsystem je mit. Ich entscheide mich täglich, täglich, täglich immer wieder für die Liebe, auch wenn es noch so hart ist. Ja? Und nicht für die Angst. Liebe Community, leider können wir dieses Video auf diesem Kanal nicht zeigen, denn hier wird zensiert. Ich bitte euch, unten in der Infobox findet ihr den Link. Dort könnt ihr kostenfrei das Video sehen. Bitte abonniert auch unseren Newsletter, denn damit können wir direkt in Verbindung bleiben. Ich habe auch noch eine weitere Bitte, denn in den letzten Monaten habt ihr eine harte Zeit erlebt und wir halt auch, denn unser Kanal steht langsam auf der Kippe. Denn eure Spenden helfen, diesen Kanal möglich zu machen und die sind natürlich durch die dramatische Situation wesentlich weniger geworden. Viele wichtige Videos, wie zum Beispiel ein Professor Bhakti Spezial oder auch ein Michael Hüter Spezial, liegen ungeschnitten herum und ja, wir können diese Werke nicht zeigen. Genauso sind wir auch darauf angewiesen, jetzt ins Crowdfunding zu gehen für den Film Können 100 Ärzte lügen. Ich bitte euch, uns weiterhin zu unterstützen, denn damit unterstützt ihr freien und alternativen Journalismus. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, euer Kai Stuth. In den letzten 2 Jahren der Corona-Zeit in der BRD gab es nur eine einzige wissenschaftliche Wahrheit, die publiziert werden durfte, wollte man nicht gejagt oder diffamiert werden. Und diese Wahrheit kam von Drosten oder Lauterbach. Man hatte zeitweise das Gefühl, in der BRD gäbe es nur 2 Ärzte. Dass es weit mehr Ärzte gibt und auch weit mehr Meinungen zu Corona und wie man mit dieser Krankheit und mit Impfung vor allem umgehen sollte, das war klar, nur sie wurde nicht publiziert. Umso wichtiger ist jetzt der Film von Kai Stuth. Kai Stuth ist Fotograf und Künstler und er hat in den letzten 2 Jahren nicht gewartet, was andere tun, sondern er hat einen Film gedreht. Er hat 100 Ärzte interviewt, Stundeninterviews. Aus diesen 100 Interviews wird jetzt im Moment ein Film. Er trägt den Titel Können 100 Ärzte lügen? Damit dieser Film fertig werden kann, bedarf es unserer Hilfe, denn dieser Film ist privat finanziert. Herr Stuth bekommt keine GEZ-Gebühren und auch kein Geld vom World Economic Forum. Wir sollten diesen Mann unterstützen, damit wir diesen Film sehen können. Können 100 Ärzte lügen? Es ist ein Film über das, was sich in Deutschland in den letzten 2 Jahren ereignet hat. Es ist ein Film, den wir brauchen, um der Wahrheit näher zu kommen. Gebt, was ihr könnt. Vielen Dank.